Der Schauspieler Herbert Köfer ist tot. Wie seine Familie mitteilte, ist er am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Köfer war einer der bekanntesten Schauspieler der DDR und auch nach der Wende in zahlreichen Rollen erfolgreich. Mehr als 8 Jahrzehnte stand er auf der Bühne sowie vor der Kamera und wurde zu einem der prägenden Gesichter im DDR-Fernsehen. Müssen Sie denn den Kuchen im Ganzen transportieren? Ich muss. Warum? Sind Sie verheiratet? Nein. Aber ich. Herbert Köfer in seiner vielleicht berühmtesten Rolle als Paul Schmidt in Rentner haben niemals Zeit. Es waren vor allem seine Unterhaltungskünste, die ihn bekannt machten und dafür sorgten, dass das DDR-Publikum ihn mehrfach zum Fernsehliebling wehrte. Herbert Köfer wuchs in Berlin auf. Seine Eltern waren Postkartenverleger. Er entschloss sich früh, Schauspieler zu werden. Ausbildung mit 16, erste Bühnenrolle mit 19, dann Kriegsdienst, danach gleich wieder ans Theater. Einmal versuchte er auch etwas anderes als Schauspiel und Unterhaltung, als Nachrichtensprecher bei der Aktuellen Kamera. Die Aufgabe wurde er schnell wieder los, denn er spiele die Nachrichten, anstatt sie einfach zu sprechen, so die Kritik. Seine jahrzehntelange Karriere setzte er nach der Wiedervereinigung weiter fort, mit Rollen auf der Bühne und im Fernsehen. Da war er eigentlich schon im Rentenalter, hatte aber noch viel vor. Mein Vater ist 96 geworden und meine Mutter ist ebenfalls über 90 geworden. Und nun hoffe ich, dass ich dem nacheifern kann und sie überflügeln kann. Das ist ihm, wie vieles andere im Leben auch, gelungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.